Hallo, mein Name ist Erhard Mott. Ich bin bekannt als E-Bike-Pionier, leidenschaftlicher E-Bike-Fahrer und Geschäftler wie auch in Lauda. Ich war vor 2 Wochen im Schwarzwald, habe eine Schwarzwald-Rundtour gemacht im Südschwarzwald und über die Schwarzwald-Hochstraße. In 6 Tagen ist mein Freund Jürgen auch mit dem E-Bike unterwegs und ich so um die 650 Kilometer gefahren. Und ich zeige Ihnen jetzt in diesem Filmle, wie ich mein E-Bike zusammengestellt habe, dass es reise- und tourentauglich war. Ich erkläre es Ihnen hier anhand von dem Rad und wünsche Ihnen viele neue Informationen, die Sie vielleicht brauchen, um auch mal so eine schöne Tour zu machen. Übrigens, ich habe viel fotografiert und die Fotos finden Sie dann dort, wo der Film im Anschluss das dann Ihnen zeigt. So, also. Die Auswahl habe ich schon lange getroffen. Ich habe mir nämlich vor einem halben Jahr dieses Rad hier bestellt. Das kann ich machen als Unternehmer. Ich bestelle mal halt so ein E-Bike und verkaufe es dann auch wieder. Es ist ein Tauberrad, eines meiner Lieblings-E-Bikes, und zwar ein Crossover. Schauen Sie sich das mal bitte an. Das hat eine sehr markante Rahme. Und zwar ein abgeknicktes Oberrohr. Und obwohl es trotzdem ein großer Rahmen ist, ich bin nämlich ein langer Kerl mit 1,89 m. Sehen Sie, wenn ich so drauf sitze, ist es so, wenn ich anhalte, gucken Sie, dann habe ich hier Schrittfreiheit. Und das ist recht wichtig, denn wenn du unterwegs bist mit schwerem Gepäck, du musst manchmal abspringen, das Rad halten, hin und her. Also wenn man da auf eine Stange rammen wird, das tut weh. Nee, also das ist wichtig, dass so ein Tourenrad, wo wirklich mit schwere Packtasche gefahren wird, einen abgesenkten Rahmen hat und natürlich, er muss stabil sein. Das Rad ist übrigens XXL tauglich, also bis 160 Kilo. Und es zeigt sich, wenn man fährt, außergewöhnlich fahrstabil. Also selbst bei hoher Geschwindigkeit, maximal war 65 mit dem Gepäck. Man hat auch in den Kurven, in Serpentinen, wenn es mal abwärts geht, so ein richtiges Motorrad-Feeling. Ich bin auf dem Motorrad gefahren und das sind dann so die Momente, so 1-2 Minuten, wo man mal so runterschießt zur Passstraße, wo man sich dann ewig hochgequält hat. Das ist dann toll, wie man dann so ein Rad beherrscht. Also, von der Seite her, Rahmenkonstruktion, habe ich schon einmal mich dann da auf dieses Tauberrad Crossover dann festgelegt. Kombiniert wird das Ganze mit einer Luftfedergabel, also die federt hier so ein. Daneben ist ein RST, da kann man hergehen und kann hier aufmachen und kann hier Luft reinpumpen, was ich auch gemacht habe, bevor ich die Reise angedreht habe. Ich habe hier den Luftdruck entsprechend eingestellt, auf 8-9 Bar etwa. So, und damit hat es fantastische Fahreigenschaften. Sie sehen hier auch den Lenker. Ich habe extra einen breiten Lenker gewählt, damit ich, wenn daneben vorne meine Kamera, mit der habe ich da immer mein Foto gemacht, ne, so alte Spiegelreflex da, so ein Ding, da sehen Sie, die schwer, und wenn ich die dann immer schnell rausnehmen muss, fotografieren und so weiter, dann habe ich die da drin, und das Ganze muss ja kontrolliert werden, aus dem Grund ein schöner, breiter Lenker, und ich habe extra auch hier einen Vorbau angebracht, der relativ steil hochgeht. Es ist fast ungewöhnlich und nicht so vor, aber ich will bequem sitzen und trotzdem kraftvoll. Sehen Sie, der Lenker steht etwas höher wie mein Sattel. Also so, ne? Wenn Sie diese Linie da verfolgen. Die, wo ich sportlich haben möchte, senke den Lenker weiter runter. Müssen aber während der Fahrt die ganze Zeit Stützarbeit leisten. Also daneben liegt dann quasi der Oberkörper hier auf der Hände drauf. Und es gibt dann daneben eben Schmerzen zum Teil, Schulterverspannungen, Nackenverspannungen, will ich nicht. Aus dem Grund habe ich einen höheren Lenker genommen. Man hätte einen verstellbaren Vorbau nehmen können. Naja, ich habe mich für den entschieden, der hat super gepasst. Auch die Griffe da, das sind Ergon-Griffe. Die haben eine wunderschöne Fläche hier, wo ich meine Hand einfach aufstützen kann. Also das verhindert das Abknicken. Und die Fläche, die Handfläche liegt optimal in einer großen Fläche auf diesem Griff auf. Also wenn das jetzt nur so ein runder Griff wäre, ne, so wie man sie früher gehabt hat oder heute noch zum Teil, dann sind es nur verschiedene Druckpunkte, wo die Hand aufliegt, und die tun dann weh. Also besser ist so ein großflächiger. Auf Hörnle habe ich verzichtet. Ja, man hätte sie hinmachen können, sowas brauche ich nicht. Gut, wenn wir schon mal vorne sind, Sie sehen daneben, ich habe XT-Bremse, habe ich gewählt.
hier und die lassen sich auch unterwegs mit dem Rädel verstellen. Also wenn man lange Bergabfahrten hat, dann merkt man auch den Bremsklotzverschleiß und dann kann man hergehen, ein bisschen einschrauben und dann wird es wieder fester. Ich muss ehrlich sagen, die und die Magura-Bremse, die MT4, sind derzeit für mich die besten Bremse, die sichersten für Touren, E-Bikes, Trekking-E-Bikes oder wie man es auch will, wo man auch, wenn man mal so eine Masse runter zu bremsen hat. Die ist richtig gut, die überhitzt auch nicht, natürlich Intervallbremse, klar, aber sie hält manches aus. Mein Freund Jürgen, der ist so mit ganz einfachen gefahren, mit 400 und Dings irgendwie, wie sie heißen, also relativ einfache Bremse. Und der hatte Probleme, erstens haben wir gequetscht und zweitens hatte er mit der Bremsverzögerung, hatte er tatsächlich bei Weitem nicht diese Werte wie ich. Also ich konnte wesentlich schneller eine Kurve reinfahren, kürzer abbremsen, schärfer abbremsen und er musste tatsächlich vorsichtiger dort damit umgehen. Also, gute Bremse braucht man. Dann ein Scheinwerfer, der auch mit Tageslicht geht. Also ein Tageslichtscheinwerfer heißen die dann. Busch und Müller hat eine wunderschöne Sache gemacht, nämlich ich fahre am liebsten am Tage mit Licht. Warum? Ganz einfach, damit mich die Autofahrer sehen. Denn ein Fahrradfahrer, E-Bike-Fahrer, hat eine schmale Silhouette. Und wenn man an so einem Tag wie heute, es ist Sonne und so, und dann fährt man im Schatten und dann kommt ein Autofahrer, das wissen sie selber von sich, und er sieht eventuell in diesem Schatten den Fahrradfahrer nicht und überfährt ihn einfach. Aus dem Grund fahre ich tagsüber auch mit Licht. Das kann ich ja ganz einfach hier einschalten an meinem Display. Hier Licht, zack, ne, schalte an, Licht an. Und dieses Licht verbraucht am Tag weniger Strom, weil es nämlich abblendet bei Helligkeit. Also mit reduziertem Strom und dann, wenn es dunkel wird, macht es an. So stelle ich mir das vor, passive Sicherheit, gell? So, von der Bereifung her, ich habe hier 29 Zoll Reife, wobei 29 Zoll ist eigentlich eine Unsinnsbezeichnung. Es sind 28er Felgen, aber weil der Reifen ein größeres Volumen hat, würde man, wenn man den misst, dann tatsächlich 29 Zoll ergeben. Sie sehen, breite Felge, die hochstabil sind, super. Also da damit kann man schon einmal viel Belastung draufbringen, viel Gewicht. Und jetzt haben wir hier diesen Marathon MTB Plus, also Schwalbe Plus MTB, so heißt er, mit Pannenschutzgürtel innen drin. Und Sie sehen hier, eine Lauffläche, ne, die ist fingerbreit, der rollt genauso leicht wie ein langer Reifen, wie ein schmaler, weil er läuft nämlich nur auf dieser Rille auf. Aber hier, diese Flanken da, die sind unterbrochen und dieser Grip hier, der ist entscheidend. Denn Sie fahren auf so eine Tour, zum Beispiel Schwarzwald, fahren Sie nicht immer auf Radwege, die asphaltiert sind, nein, gekiest ist noch gut, wir sind auf geschotterte Wege gekommen. Der Jürgen, der ist mit dem Schlickreifen gefahren und der ist immer wieder ausgebrochen auf diesem relativ weichen Untergrund von Steinen und so. Bei mir daneben war das bei Weiben nicht der Fall. Ich konnte die Lenkung sehr gut kontrollieren, weil einfach dieser seitliche Grip das Rad in der Spur gehalten hat. Also das war eine sehr interessante Erfahrung. Der Reif ist richtig gut und den können Sie auch bei einem Tauberrad schon gleich ab Werk wählen. Kostet da nicht so viel, wenn man das gleich wählt, weil es nur ein gewisser Aufpreis ist. So, also die Laufräder haben wir gehabt, dann ein stabiler Gepäckträger habe ich drauf. Ja, da sitzt. Ich habe mich für einen S-Kulab-Sattel entschieden, für den 604. Der ist als Tourensattel noch relativ weich. Gucken Sie mal, ich konnte ein wenig drücken und für alle Dinge. Er bewegt sich hin und her, das ist gut für die Hüfte, für den Lendenwirbelbereich. Also man kriegt keine Rückenprobleme. Ich habe tatsächlich aber dann doch Gesäßschmerzen gekriegt, weil wenn du jeden Tag 100 Kilometer fährst und du bist nicht gewohnt, so wie ich renne ja noch rum im Geschäft. Wissen Sie, was ich gemacht habe? Die ersten zwei, drei Tage sind immer schlimmer geworden und dann habe ich eine Apotheke gesucht und dann habe ich mir Arnika-Salbe gekauft. Und diese Arnika-Salbe habe ich mir dann da reingeschmiert, frühs und abends. Und siehe da, innerhalb von zweieinhalb Tagen war ich schmerzfrei. Also merken Sie sich, dass das gehört unbedingt in die Reiseapotheke. Dann, wenn Sie eine Tour machen, Arnika-Salbe fürs Gesäß. Gell? So,
Also der Sattel ist super. Daneben ist auch so eine Kuhle drin, dass hier mein Ding da, also Geschlechtsteil, hier nicht drücken tut. Ja, das ist dann auch angenehm. Bei einem Ledersattel haben Sie das Problem. Ledersättel sind aufgespannt, ich habe einen harten Rücken. Und da sitzen Sie direkt im Schritt auf. Und wenn Sie dann einmal pinkeln müssen unterwegs, und das läuft nicht gleich, oder Sie haben Taubheitsgefühle, dann kommt es nämlich von dem tollen Ledersattel eigentlich gut. Nur diese Konstruktion da oben, da, das ist nicht so ideal. Für die Sattelstütze habe ich mich für eine bei Schulz entschieden. Das daneben G1 oder G2 heißen die mittlerweile. Und zwar, Sie sehen, wenn ich daneben drauf drücke, dann wird das Ding immer härter. Die hat einen progressiven Federweg. Und zwar habe ich extra diese Stütze genommen. Die federt gut. Die habe ich auf mein Gewicht abgestimmt mit der Feder. Und vor allen Dingen bei schnellen Bergabfahrten schwingt sich mein Körper nicht auf. Was ich nämlich schon mehrfach an zu weichen Federn erlebt habe, die linear einfedern. Da kann sich der Körper aufschwingen und dann, wissen Sie, was dann passiert? Da heben sich dann die Füße von der Pedale hoch. Ach, apropos Füße, das zeige ich Ihnen nochmal gerade, was ich hier gemacht habe. Ich habe nämlich diese großflächigen Pedale, weil ich nämlich gern mit Sandalen fahre. Denn warum soll denn mein Fuß schwitzen den ganzen Tag? Und wenn ich diese Pedale habe, dann kann ich hier da sehr bequem meine ideale Position suchen. Die kann mal so oder so sein. Und da fahre ich wunderbar durch Lüfte da mit meinen Zehen. Nachteil, man hat hin und her so Streifen auf den Füßen. Ne? Aber das ist halt so. Und einmal sind wir in den Regen reingekommen. Und ja, dann war das Problem, der Jürgen hat nasse Schuhe gehabt. Ne? Der musste dann irgendwie gucken, wie er die zum nächsten Tag trocken bringt. Und mit so Sandalen habe ich keine Probleme. Da läuft das Wasser irgendwie gleich wieder fort und dann sind sie auch wieder trocken. Also, schöne, großflächige Pedale, vor allen Dingen, wenn man Schuhgröße über 44 hat. Da. Ein starker Ständer braucht so ein Rad. Die daneben sind gut von den Tauberrädern. Ja, und jetzt sind wir schon mal bei der Schaltung. Hier daneben die Nabe. Sehen Sie, was da drin ist? Natürlich eine Roloff E14. Ich bin ein großer Roloff-Fan. Das darf ich echt gestehen. Die hat so viele Vorteile für so eine Tour. Also ich versuche jetzt mal ein paar aufzuzählen. Erstmal sehr breite Übersetzung. 520%, also ich habe tatsächlich auch den ersten Gang gebraucht, was ich selten brauche, aber mit Gepäck an extrem steile Anstiege, gibt es mal im Schwarzwald. Dann konnte ich auch bei Bergabfahrten noch ordentlich mitreden, so bis 45 km/h. Die Abstufung von der Gänge sind immer gleich, also das macht immer der gleiche Sprung. Und dadurch habe ich, ich schalte sehr gerne, also man muss ja im Grunde genommen seinen Drehrhythmus anpassen an die Geschwindigkeit und das ist dann ideal mit dieser Schaltabstufung. Dann die E14 lässt sich hier schalten über diese Drucktasten. Vielleicht höre ich es gerade, wenn ich das betätige. Man sieht es auch hier im Display. Also wenn ich hier daneben schalte, tschack, und dann sieht man das sofort. Übrigens, idealerweise stelle Sie das Display so ein, dass ich die Ganganzeige habe. Dann wissen Sie immer, in welchem Gang Sie drin sind. Die anderen Werte kann man sich immer ab und zu abrufen. Das ist perfekt daneben. Also so, das siehst du, in welchem Gang das drin bist. Und wissen Sie, das Ganze geht verschleißfrei, so ein Schaltvorgang. Wenn der Jürgen mit seinem Ketteschaltung geschaltet hat, dann hat es schlecht getan zum Teil. Ja? Weil ja unter Last, wenn du schaltest, dann wird ja die Kette zwangsweise in ein nächsthöheres Zahnrad hochgerissen, eingefangen vom oberen Zahnrad und mit Gewalt nach oben geführt. Und das führt zu so einem heftigen Verschleiß, dass so Ketten oftmals, naja, also manche Fahrradhändler wechseln die nach 1.500-2.000 Kilometer aus, wir nicht, wir haben eine bessere Kette, egal. Bei einer Rollerschaltung lässt man so eine Kette 15.000 Kilometer drauf, denn die läuft ja immer gerade, die wird nicht hin und her geschaltet. Und die kann man auch stärker machen, eine geradlaufende Kette. Ne? Also die muss ja nicht beweglich sein. Und wissen Sie, ich habe dann irgendwann gemerkt, Mensch, wenn ich da jetzt so schalte tue, ne, und das geht so schön, das ist so ein tolles Gefühl, dann habe ich mir überlegt, ja, jetzt fällt mir das ein, das habe ich schon einmal erlebt. Und zwar jeder Schaltvorgang ist so ähnlich, wie wenn ich ein Küssle kriege,
von einem schönen Frale da auf die Backe drauf zum Beispiel. Ne? Also so eine kleine Berührung, so eine kleine Berührung mit der Lippe, das ist ein kurzer Moment, der ist einfach schön. Und genauso ist dieser kurze Moment schön, wenn ich eine Roloff E14 schalte, du. Und das sind, sagen wir mal, also für Männer so, die Technik verliebt sind, wie ich vielleicht, oder denen halt schöne Technik fällt, ist das wirklich, ich muss sagen, fast ein wenig erotisch. Aber das ist wieder ein anderes Thema, gell? Also gut, die E14 hat sich super bewährt. Das ist für mich die Schaltung überhaupt in Verbindung mit einem Bosch Performance CX Motörchen. Wie Sie wissen, der hat 75 Newtonmeter und. Übrigens, da gibt es einen neuen Motor, der also auskoppelt. Das ist dann die Generation 4, das ist noch Generation 2. Wir haben es im Vergleich getestet, wir haben keinen Unterschied festgestellt. Also die, wo da irgendwas erzählen von Auskoppeln, und dann muss ich sagen, Leute, nee, er war da nicht objektiv und habe das auch nicht probiert. Da geht viel, naja, da wird viel erzählt. Also kurzum, ich habe es getestet. Ich habe keinen Fortschritt gemerkt, auch der Jürgen nicht. Der ist nämlich mit dem neuen Performance CX Motor gefahren. Außer, dass das Geräusch anders ist. Der neue Motor hat ein helleres Geräusch, pfeifenderes Geräusch, wer es mag. Also mir gefällt der Motor super, ich bin hochzufrieden. Ich hätte auch kein Bedürfnis, da einen anderen einzubauen. So, dann sage ich Ihnen noch ganz kurz, wie ich das mit dem Akku gelöst habe. Bei großen Reichweiten. Also wir haben zum Teil 120 Kilometer gemacht am Tag. Mit so 1.500 Höhenmeter. Und also da kriegst du den Akku schon leer. Ne? Also der Akku wird leer, so ein 500 Wattstunde. Auch der Jürgen, der hat eine neue 600er gehabt von Bosch. Auch der wäre leer geworden. Und so hilft dann beim Bosch, beim Jürgen, der hat dann ein Ladegerät immer dabei gehabt und hat nachgeladen mittags. Ich habe als Reserve einen Akku mitgenommen, einen zweiten. Und zwar, da lag bei mir so im Geschäft rum, da habe ich einfach den genommen, da war es ein 400er, naja, ist egal. Also das war eine 900 Wattstunde und damit hätte ich nie nachladen müssen. Ich habe dann zwischendurch den Akku gewechselt, habe aber trotzdem auch ein Ladegerät noch dabei gehabt, denn in der Mittagspause habe ich mir natürlich nachgeladen, und zwar mit einem Schnellladegerät. Und da merkst du nach einer Stunde aber richtig, dass da die Balken wieder nach oben gehen von der Akkuanzeige. Das ist das 6 Ampere Ladegerät. Das brauchen Sie für so eine Tour. Denn man kriegt schon ab und zu mal den Akku leer unterwegs, ne? So ein bisschen die Mittagspause. Und 1,5 Stunden, das ist die Rettung. Das sind dann so 30, 40 Kilometer Reichweite, wo Sie mehr machen können. Also unbedingt 6 Ampere. Kann man übrigens beim Tauberrad optional wählen. Und den Akku, ich bevorzuge da so Klickfix-Tasche immer. Den Akku habe ich da immer ganz unten rein. Guck schon mal rein, Markus, mit der Kamera. Also so habe ich das gemacht. Ne? So, dann liegt er weit unten, stört nicht groß. Da oben habe ich mein anderes Gepäck drauf. Und so. Das Ladegerät habe ich hier daneben an die Seitentasche. Zeige ich Ihnen auch noch einmal gerade. So ein Ladegerät, damit Sie wissen rein von der Größe her, wie das aussieht. Das kann man so seitlich reinstecken. Ja. Da und dann zu. Dahin habe ich meine Trinkflasche mit einem 3/4 Liter, das hat gereicht. Und wenn sie leer geworden ist, habe ich unterwegs halt irgendwann einmal Wasser nachgefüllt. Da habe ich dann mein Werkzeug und alles, da sehen Sie da Werkzeug, Erste-Hilfe-Set und. Was da alles in den Täschle drin ist, das verrate ich Ihnen bei uns auf die interne Kundenseite. Da habe ich dann Checklisten drin und alles, was man so braucht für unterwegs. Und da habe ich sie Zugang, wenn sie bei mir ein E-Bike gekauft haben. Das Werkzeug übrigens, das kriege ich ja auch immer dazu. So, und wenn wir dann abends dann irgendwo gelandet sind, kann man das dann einfach so abnehmen. Zack, zack, zack. Hier, Täschle weg, da, Täschle. Es ist jetzt nichts drin, darum sind sie so leicht. Marschiere dann da damit neu, lädt dann die Akkus auf nacheinander und früh geht es wieder weiter. So. Also, ich denke, ich habe an alles gedacht. Für mich ist, also zusammenfassend noch einmal, dieses E-Bike Crossover, ein ganz hervorragendes E-Trekking-Bike, E-Reiserad oder wie man auch immer sagen will. Es bietet die Möglichkeit, auch schlechte Wege zu fahren, geschotterte Straße.
Also wenn man nicht nur Asphaltstrecke fährt, so lange Fahrradwege, so Überlandwege, sondern wenn man auch wirklich naturnah fährt und unterwegs ist. Und Schwarzwald, Alpen, Mittelgebirge und so, da findet man ja solche Strecke. Es ist fast von der Eigenschaft her ähnlich wie ein Mountainbike, aber es läuft halt wahnsinnig gut, man sitzt bequem drauf. Ja, so stelle ich mir, also das ist so meine Geschichte. Ne? Meine. Ich fahre jetzt noch mal ein bisschen so den Wald da durch und über geforderte Strecke mal so hoch, dann können Sie das miterleben. Der Markus fährt mit der Kamera mit und da sehen Sie auch, in welchen Situationen ich da so unterwegs bin. Und bleibe es noch ein bisschen dran, viel Spaß dabei und Sie wissen, wenn Sie ein gutes E-Bike suchen, dann brauchen Sie noch einmal nach Laudau zu kommen oder gucken auf meiner Internetseite, da beschreibe ich alles.